Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Es war in den späten Vormittagsstunden, als ein 35-Jähriger an einer Wohnungstür klingelte und die 12-jährige Yvonne ihm öffnete. Der Mann fragte nach den Eltern und als die Kleine sagte, dass niemand zu Hause sei, bat er darum, das WC benutzen zu dürfen. Kaum hatte er die Flurtür hinter sich geschlossen, ergriff er das Mädchen und führte an ihr die übelsten sexuellen Handlungen durch. Per Gentest wurde der Täter ermittelt und verhaftet. Männer wie ihn gibt es viele und deshalb sollten sie mit ihrem Kind offen über solche Dinge sprechen und es zur Gewohnheit werden lassen, dass ihr Nachwuchs möglichst gar nicht die Tür öffnet, wenn sie nicht zu Hause sind. Es sei denn, die Sperrkette ist vorgelegt. Schärfen Sie Ihrem Kind ein, dass in der Wohnung kein Fremder etwas zu suchen hat, egal wer er ist oder welche Gründe er anführen sollte. Personen, die keine unredlichen Absichten haben, werden das verstehen und die ihrem Kind Böses antun wollen, haben so keine Chance.